Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal auf German HD. Ja, meine lieben Freunde, ich habe diesmal wirklich richtig geile Neuigkeiten für euch. Und zwar gibt es ja wirklich seit Jahren schon Gerüchte und so weiter und so fort, irgendwelche Teaser, Leaks oder whatever was, irgendwelche Gerüchte über GTA 6. Aber niemals hatte weder Rockstar Games noch der Mutterkonzern Take-Two etwas darüber gesagt, geschweige denn offiziell bestätigt oder angekündigt. Das hat sich jetzt tatsächlich geändert. Und zwar hat sich der Mutterkonzern von Rockstar Games Take-Two zu Wort gemeldet und hat das erste Mal, wirklich das allererste Mal, über GTA 6 gesprochen. Ja? Und was Take-Two da gesagt hat, was sie geschrieben haben, werde ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich werde euch das Ganze gleich hier zeigen und in der Videobeschreibung findet ihr einen Link, wo ihr die komplette Seite auch nochmal aufrufen könnt. So, und zwar das hier. So, hier schreibt Take-Two auf jeden Fall, dass es offiziell von Take-Two bestätigt worden ist. Zu Beginn der Woche verkündete Take-Two die Übernahme von Zyngana oder was auch immer das sein mag. Jetzt spricht das Unternehmen über einen möglichen Release-Zeitraum von GTA 6, was auch immer in New York, Hauptsitz von Take-Two Interactive, vor sich geht. Man sollte diese Woche auf jeden Fall Schlagzeilen schreiben. Das scheint vor allem bei der häuslichen Börsenanalyse zu liegen. Ja, was heißt das? Diese prophezeien nämlich ein Release-Datum bis 2024, weil sich der Wachstum bis 2024 auf jeden Fall um 14% erhöht hat. Und ein Teil von diesem Gewinn will Take-Two in die Entwicklung von GTA 6 bzw. in die Veröffentlichung von GTA 6 stecken. Was mich jetzt persönlich ein bisschen überrascht, ist einfach, dass sie nicht geschrieben haben, dass sie das in die Entwicklung von GTA 6 stecken wollen, sondern in die Veröffentlichung. Ja? Das heißt für mich jetzt, dass Rockstar Games und Take-Two schon an GTA 6 arbeiten. Ja? Wenn wir uns mal die Historie angucken, ja, von GTA und den Trailern, ist es ja immer so gewesen, dass Rockstar Games immer 2 Jahre vorher einen Trailer rausgehauen hat, bevor sie das Spiel veröffentlicht haben. Es war bei GTA 4 damals so und es war bei GTA 5 auch so. Und bei Red Dead Redemption 2 war das Ganze auch so. Ja? Nehmen wir mal das Beispiel von GTA 5. 2011 haben wir den Trailer zu GTA 5 bekommen und 2013 wurde das Ganze dann auch released. Ja? Genau das gleiche hatten wir mit Red Dead Redemption und natürlich auch mit GTA 4. Dort kam jeweils der Trailer 2 Jahre vor der Veröffentlichung. Wenn wir jetzt nach der ganzen Analyse gehen, kann das heißen, dass wir tatsächlich dieses Jahr noch, ja, einen Trailer oder eine offizielle Ankündigung zu GTA 6 bekommen, weil wir haben ja das Jahr aktuell 2022. Zwei Jahre später will Take-Two und Rockstar Games GTA 6 veröffentlichen. Das heißt, 2022, also dieses Jahr, können wir tatsächlich noch eventuell hoffen, dass wir einen Trailer kriegen zu GTA 6, was dann 2024 veröffentlicht wird. Ja? Aber auf jeden Fall, ihr könnt euch den ganzen Artikel komplett nochmal selber durchlesen. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Das wäre ja auf jeden Fall richtig geil, weil es wäre auf jeden Fall auch für mich persönlich nachvollziehbar und zu verstehen, weil wir bekommen ja jetzt im März die PlayStation 5 Version und die Xbox Series X Version von GTA 5, das heißt auf das nächste Level, und danach kommt ja erstmal nichts mehr, ja, was konsolenmäßig angeht. Das wird auch wieder 6 bis 7 Jahre dauern, bis eine neue Konsolengeneration kommt, sei es von Seiten von PlayStation oder halt von Microsoft. Und das kann natürlich auch sehr gut sein, dass wir dann halt, wie gesagt,
mit der PlayStation 5 und der Xbox Series X natürlich auch für den PC GTA 6 im Jahre 2024 bekommen könnten, ja. Aber da ist noch ein kleines Aber, was die Release-Termine von Rockstar Games und Take-Two angeht, ist ja in letzter Zeit ziemlich viel Wirbel gewesen, weil da haben sich die Release-Termine, sei es DLCs, Ankündigungen, Updates oder sonst irgendwas, immer wieder verschoben. Also es kann auch gut sein, dass GTA 6 tatsächlich dann erst im Frühjahr 2025 kommt. Aber bis 2024 werden wir auf jeden Fall mehr wissen. Und zwar viel, viel mehr. Aber wie gesagt, es kann natürlich auch sein, dass wir vielleicht Ende des Jahres 2022, vielleicht so im September, November 2022 einen Trailer zu GTA 6 bekommen. Das wäre natürlich richtig geil, ja. Was haltet ihr davon? Sagt ihr, okay, das ist eigentlich der perfekte Zeitraum jetzt, um GTA 6 mal so langsam zu veröffentlichen und auch mal anzukündigen, offiziell von Rockstar Games und natürlich auch von deren Mutterkonzern Take-Two, ja, dass es mal so langsam an der Zeit wird, weil sie werden mit Sicherheit selber gemerkt haben, dass die Community, was GTA Online betrifft, ziemlich eingebrochen ist, was die Spielzahlen und die Verkaufszahlen angeht, weil es einfach nichts mehr bringt so langsam. Und ich hoffe, dass Rockstar Games und Take-Two jetzt da mal einen großen Schritt nach vorne machen und weitere Informationen natürlich auch für uns bereithalten. Sollte ich auf jeden Fall irgendwas weiter erfahren, ja, dann werdet ihr das hier auf jeden Fall in meinem Kanal wissen. Ja, deswegen abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Auch natürlich für GTA 5. Ansonsten, wenn ihr noch Interesse an einem GTA 5 Online-Mod-Menü habt, ja, dann schreibt mir einfach auf Instagram eine Privatnachricht. Dort erfahrt ihr alles weitere über Preise, Ablauf und so weiter. Ja, dann habt ihr die Chance, ein GTA 5 Online-Mod-Menü zu haben, womit ihr dann Geld, RP, Jetons und so weiter machen könnt. Ja, meine lieben Freunde, wenn euch das ganze Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Ja, schreibt mir eure Meinung dazu in den Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, bleibt gesund, meine lieben Freunde, bleibt treu und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao.